Das macht man eben. Also, wie gesagt, das ist aber am Eingang etwas erwähnt, dass Centro dann bereits die Idee hatten und auch dann nach England gefahren sind, 2007. Und da hatte ich das schon ein bisschen miterlebt gehabt und wie die organisatorischen Dinge abgelaufen sind. Aber wie gesagt, das war ein Neuland sozusagen, das wusste keiner wie und was. Und später, wenn Sie mit Ibrasa sprechen werden, der wird dann auch sagen, man hat vieles falsch gemacht, vieles dann daraus gelernt, vielleicht zu viel mitgenommen. Und das heißt, das war schon der erste Schritt dahin, dass wir Tipps bekommen haben, wie wir vorgehen Von müssten. dieser Truppe, die ein Jahr zuvor mit Genau. 10 Personen schon da war, die Genau. Sie Das, deshalb bis erwähnt haben. genau. Und da haben wir mit denen uns zusammengesessen. Und dann habe ich persönlich dann gedacht, also 100 Rodam, das sind im Ende dann etwas mehr geworden. Ich habe dann auch versucht, mit ein paar Organisationen, die das professionell organisieren, auch versucht, mit denen zu gucken, wie machen die das. Ja? Aber am Ende war dann doch so, wir hätten natürlich vielleicht auch mehr Geld verlangen können. Das heißt, die Rodamen haben ca. 70 € dazu bezahlt, den Rest haben wir über Sponsoren, die Jamaat hat uns sehr viel geholfen, wir MashaAllah. als Rodamulam, die haben auch was dazu getan. Wir hätten das natürlich viel luxuriöser machen können. Das heißt, jeder hätte vielleicht 200 € bezahlt, dann hätten wir auch Hotels und sowas mieten können. Ja? Aber die Herausforderung war eben, dass wir versuchen, in einem Limit zu bleiben sozusagen, aber auch den Khodam was bieten zu können. Weil was das eben erwähnt hat, was Sud auch gesagt hat, die in Burkina Faso, die Khodam, wie die mit Fahrrädern gefahren sind. Ja? Und die haben ja längere Strecke hinterlegt als wir. Und war schon wichtig, dass wir zwar auch die Anstrengung haben, aber auch daraus was lernen, was auch die Motivation angeht und was auch die Einfachheit angeht, an der Lebensweise und so weiter. Und vor allem den Khodam auch die Möglichkeit geben, bewusst zu werden, wozu wir das machen. Nicht Genau. um Spaß zu haben, um Sport zu treiben, Genau. das ist Nebensache, sondern dass wir ein Ziel haben, dass wir dieses Ziel erlangen wollen, dass wir Anstrengungen auf uns nehmen müssen, Genau. um diese großartige Segnung auch schätzen zu können. Ja, also das war ja, also als ich das gehört hatte, also dass wir das geplant haben, also man konnte sich das noch gar nicht vorstellen. Ja, also je mehr man sich dann in die Planung gesteigert hat, umso mehr wurde es bewusst. Da muss was dahinter stecken, also eine extra Energie und die war eben dieses Khalifa-Jubiläum-Jahr. Also das war extra Energie sozusagen durch diese ganzen Segnungen und durch die Gebete. Und das war diese zusätzliche Energie, die wir gebraucht haben dafür. Wie haben Sie für die Verpflegung gesorgt? Also nicht die Verpflegung für sich, sondern für die Ja, Rodam. ja also Ich die meine, Verpflegung, das ist das, da haben wir auch keine ein Sorge. Thema. Ja. Also das können wir vielleicht irgendwann mal Sie sind gut separat versorgt. besprechen. Genau, ich wurde gut versorgt. Nee, also es war so, wir hatten Gott sei Dank erfahrene Personen, weil wir haben, was die Serfurt-Geschichten angeht, da sind wir schon erfahren. Also was auch die anderen Organisationen, also Ijtimaas und Jalsa angeht. Das heißt, man könnte ungefähr erahnen, was man braucht. Aber das Zusätzliche war, wie der Körper so eine Anstrengung aushalten kann. Das heißt, da müssten ein paar neue Sachen rein. Das heißt, kohlenhydratreiche Sachen, die schnell verdaut werden, aber mehr Energie geben zum Beispiel oder spezielle Getränke. Sowas muss halt noch in die Ernährung rein. Und Gott sei Dank haben wir halt auch viele Sponsoren bekommen, die vieles dazugegeben haben. Und das Besondere daran war, dass wir einen eigenen Koch hatten und eine eigene Mannschaft, die alles selber gekocht hat. Das heißt, wir haben nicht draußen irgendwo im Restaurant gegessen oder irgendwo sich was bestellt, sondern wir haben selber gekocht oder selber irgendwas vorbereitet. Auch die Zubereitung, das haben die Rodam selber gemacht. Also. Wir haben in den Studios auch Zuschauer eingeladen, die selbst Teil dieser Fahrradtour waren. Sind viele junge Khodam, die daran teilgenommen haben und Teil dieses großartigen Ereignisses geworden sind. Wir haben auch einen jungen Khadim gehabt. Wie alt bist du? Maschallah, so also ein sehr junger Khadim, der an dieser Fahrradtour letztes Jahr teilgenommen hat. Hast du da alles gut hinbekommen, geschafft oder wie war das? War Also es ganz anstrengend? genau, am Anfang habe ich erst gedacht, dass ich das gar nicht schaffen werde. Aber Allah gefällt mir, ich habe mich auf meine Mansel gebracht. Jai war die Sache, dass wir jetzt mit Hazur sprechen wollen. Das war die Sache, die mich motivieren konnte, dass ich da hinkommen muss. Wie ich MashaAllah. auch immer hinkomme. Das war Das ist unser Ziel, wie gesagt. Also jeder Khadim war beeindruckt und das war das Ziel, das jeder Khadim eigentlich vor seinen Augen Also, hatte. vielleicht noch ein Wort dazu. Also, sind 100 Khodam, aber eigentlich waren es mehr Radfahrer. Also, nochmal kurz dazu. Also, die Khodam waren zwar mehr als 100, die wollten mit, aber Sassab hat dann auch gesagt, weil es waren noch einige Atfal, die mit wollten unbedingt.
Und Sasaba hat dann gesagt, okay, zwei nehmen wir mit. Und da war dieser junge Mann. Genau, er war damals Tiffel, ne? Genau, damals war er Tiffel, genau. Und da war noch ein, ich glaube, aus Wiesbaden oder Mainz, die Ecke. Der ist der Sohn von Local Amir Sabus Hussein. Haris heißt der vielleicht. Ja. Der arbeitet hier im MTA, ne? Ah ja, okay. Und dem nicht genug, es wollten auch Ansar mit. Ja. Ja. Und dann sind halt auch zwei Ansar noch mitgefahren. Das erinnert an die Zeiten der Awwalin sozusagen, zu der Zeit von dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das sind ja unsere Vorbilder, wo auch die ganz jungen, praktisch Atfal kann man sagen, Kinder dabei sein wollten und an diesem Dschihad sozusagen teilnehmen wollten. Das ist auch eine Form der Anstrengung des Dschihads, das wir auf uns genommen haben, mashallah. Also ich meine, es war sehr viele Anmeldungen, aber wir haben also festgelegt, nein, also mehr können wir nicht, weil dann kommen also Gesetz und sowas, also deshalb haben wir bestimmt. Und für die Vorbereitung wollte ich auch sagen, wir haben sehr viele Meetings gemacht. Und es waren mit Fazan Saab, mit Muzaffar Bhatt Saab, mit Wadud Saab für die Strecken und sowas, mit Brar Saab für die logistischen Sachen und sowas, sehr viele Meetings. Und ich muss hier sagen, dass es waren einige Ideen, dass die waren, sage ich mal, nicht so praktisch. Ich habe den Fazan, also es gab ein Problem, dass wir müssen also mit Fähre von Calais bis zum Dover gehen. Ja, und da hat man sehr viel recherchiert und hat man kein gutes Angebot bekommen und sowas. Dann habe ich Fazansab gesagt, Fazansab, bitte sprechen Sie direkt mit entweder Sea France oder P&O. Und er hat gemeint, das ist ein großer Unternehmer, wie kann ich ein Mann von einer kleinen Organisation für, sprechen. Aber er hat das gemacht und dann Allah hat von sich die Wege für uns, sage ich mal, geöffnet. Also waren auch sehr viele andere Sachen, die, wie ich meine, die in dem Weg kamen, aber alles durch Gnade Allah haben wir also im Griff bekommen und wir haben täglich an Azur geschrieben und unsere jede einzelne Problem an Azur geschrieben, um Dua, dass wir bis jetzt keine Zeltlager, also Zeltplatz bekommen haben. Da gibt es ein Problem wegen Sanitäranlage zum Beispiel. Es gibt Probleme wegen sehr faire Probleme und sowas. Es gibt ein Problem, Campingplatz in England zu bekommen und. Aber Allah hat uns in jeder Hinsicht, der hat unsere Gebete akzeptiert und wir haben diese Probleme im Griff bekommen. Das ist natürlich eine sehr große logistische Herausforderung, die man auf sich genommen hat. Wie war das, als ich meine, mit diesen über 100 Fahrrädern dorthin zu fahren, zu übernachten, dann den Kanal zu überqueren? Wie haben Sie das gemacht? Haben Sie da einen Transport gehabt oder wie war das geregelt? Also es war so, dass wir Gott sei Dank durch einen Sponsoren hatten wir einen großen LKW bekommen mit Anhänger. Und das war unser Ahmdi-Bruder, Mansour Javed heißt er, der hat eine Firma, der hat uns Gott sei Dank einen kompletten LKW für die knapp 10 Tage überlassen. Und auch mit seinen Spritz und ja. Genau. Meine, der hat von uns nicht genommen. Genau, er hat auch Benzin übernommen. Also und, genau. Und auf jeden Fall, da hatten wir halt genug Platz, die Fahrräder dann zu verstauen. Und das ganze Essen und vor allem das ganze... fürs Essen hatten wir einen extra Sprinter gehabt, aber das ganze Gepäck war halt noch mit dazu. Das wurde separat vorausgeschickt und auch diese Mannschaft, die Essen vorbereitet, weil es war ja immer eine Mannschaft, die vorausgefahren ist. Ja. Weil wenn wir irgendwo ankommen, da musste schon was gekocht sein oder das Zeltlager schon ergründet worden sein, Sanitäranlagen, damit man jetzt die Jugendlichen, die jetzt Fahrrad gefahren sind, jetzt auch nicht auch noch das machen müssen. Und deswegen haben wir immer Schritt vorausdenken müssen und dann war eine Mannschaft, die dahinter war, also hinter uns war. Und wie gesagt, also wir müssten halt, wir hatten zwei Busse, die Jungs sind dann alle in den Bussen, ganz Gepäck und Fahrräder sind in den LKW. Bei der Überquerung. Überquerung, genau. Und dort sind wir dann in zwei verschiedenen Fähren dann rübergefahren. Also eine... Interessante Beiträge stehen uns noch bevor und wir werden inshallah jeden Tag noch den Zuschauern zeigen, versuchen da Eindrücke zu zeigen und liebe Zuschauer, die erste Etappe
ging von Aachen los und wir erreichten das belgische Hasselt, das kurz nach der Grenze von den Niederlanden liegt, und werden uns nun anschauen, wie die erste Etappe die Rodam gemeistert haben. Die erste Etappe der Fahrradtour.